Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute nämlich zu einem neuen Christmas DIY Watercolor Tutorial. Es soll heute um diese coolen Geschenkanhänger gehen. Und zwar sind die gestanzt mit diesen Fiskars Tag Makern. Das sind so 3-in-1 Tag Maker. 3-in-1 deswegen, weil wir hier die Form stanzen können. Die ist immer hier vorne dann drauf gedruckt, wie die aussieht. Hier ist so eine abgerundete Form, hier haben wir eine eckige Form. Da kann man dann einmal die Form stanzen aus dem Papier. Dann können wir dieses Loch separat hier vorne stanzen in dem zweiten Schlitz und dann können wir noch eine Niete mit einfügen, wenn wir das wollen oder nicht. Das kann man dann hier mit diesem Nietzubehör machen. Deswegen 3-in-1 Tag Maker. Diese Stanzer waren von Fiskars für mich ein PR-Sample. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Das möchte ich gerne noch dazu sagen. Ansonsten, wo ihr sie finden könnt und bekommen könnt, steht auch alles nochmal in der Beschreibung. Und ansonsten brauchen wir tatsächlich nur Pinsel. Und zwar einmal ein Größe 6 Pinsel, Rundpinsel, ganz einfach. Und ein Größe 2 Pinsel, wer sich dann traut und hier noch ein bisschen drauf schreiben möchte mit Aquarellfarbe. Ansonsten nur den Größe 6 Pinsel. Und wir brauchen wieder Aquarellfarbe und natürlich Wasser dazu. Ich werde mir hier dieses Tuch unterlegen. Wir werden die Geschenkanhänger nämlich auf zwei verschiedene Arten machen. Einmal werden wir erst das komplette Aquarellpapier bemalen. So ist es dieser Geschenkanhänger und dann nach dem Trocknen wird er gestanzt und dann noch beschrieben. Da könnt ihr gerne auch einen Brushpen verwenden. Ich habe hier den Pendel Touch benutzt. Also wer das noch bereitlegen möchte, kann das jetzt tun. Und ansonsten können wir aber auch erst die Anhänger ausstanzen mit dem Stanzer und dann hinterher bemalen. Das ist dann quasi die zweite Art, die ich dann euch noch zeigen möchte. Genau, wir starten einfach direkt los. Die erste Variante, die ich euch zeigen möchte, das ist die, die ich tatsächlich wirklich super regelmäßig verwende für meine Namensschilder in Workshops. Wenn ich denn welche gebe, dann mache ich auch gerne so Namensschilder, einfach zur Personalisierung gern fertig. Und wir werden die jetzt einfach so ein bisschen weihnachtlich ummünzen, indem wir die Farben Rot und Grün verwenden. Das heißt, ihr könnt euch jetzt hier einmal einen Rotton anmischen. Ich habe hier Magenta und noch ein bisschen Orange mit reingetan. Dann wird es ein bisschen rötlicher und dann sieht es nicht ganz so pinkig aus. Wenn ihr natürlich so ein Kaminrot oder so habt, dann könnt ihr das natürlich, so wie es ist, einfach direkt aus der Palette verwenden. Und hier, wir mischen uns die Farbe tatsächlich gut transparent an. Also wenn wir uns so 50% Pigmente, 50% Wasser vorstellen, dann tatsächlich eher so auf der noch wässrigeren Seite. Also noch dann, wenn ihr ungefähr die Hälfte der Transparenz erreicht habt, dann vielleicht nochmal so zwei Pinselspitzen Wasser mit hinzugeben, damit die Farbe dann ungefähr so aquarellig aussieht. Na, ungefähr so hier. Und ich forme mir jetzt hier ganz einfache Blüten, so ganz einfache fünfblättrige Blüten und die verteile ich hier als ein Muster auf meinem Aquarellpapier. Das heißt, um einen gedachten Mittelpunkt herum male ich hier fünf Schlaufen. Deswegen, ne, auch die fünfblättrige Blüte, weil wir hier so fünf Schlaufen, die müssen gar nicht so gleichmäßig sein, die Blütenblätter in der Natur sind sie auch nicht gleichmäßig. Ich lasse hier gerne in der Mitte immer so ein bisschen weiß, damit das so ein bisschen Struktur reinbringt in die Blüte. Dann sieht das nicht ganz so aus wie so ein Farbhaufen einfach nur. Und wenn man mal nicht die ganze Runde vollkriegt, so wie hier bei dieser Blüte, dann können es auch einfach nur mal vier Blütenblätter sein. Und ich mache hier einfach weiter und verteile jetzt auf meinem Blatt ganz, ganz viele Blüten. Und wenn ich die gemacht habe, kann hier ruhig noch ein bisschen transparenter gehen. Fällt mir hier gerade auf, ist doch ein bisschen dunkel. So. Dann male ich die Blätter, wenn ich mit den Blüten fertig bin. Das Grün sollte gut transparent sein. Ich wiederhole jetzt einmal nochmal, wie wir die Grundblätter malen mit dem Pinsel. Die meisten kennen das wahrscheinlich schon, die mir ein bisschen länger folgen, wie die gemalt werden. Ich nehme meinen Größe 6 Pinsel und nur mit der Spitze male ich einen kleinen Stiel und setze dann, also ich denke mir dann so eine Mittellinie
und setze meinen Pinsel dann aber zur einen Seite der Mittellinie auf, drücke ihn nach außen und komme dann zur Spitze, zur Mittellinie wieder nach oben und ziehe ihn quasi so zu einer Spitze hoch. Und das Ganze mache ich dann auch nochmal für die zweite Seite. Und so kann ich dann im Prinzip ganz einfach nur mit dem Pinsel meine Blätter formen, indem ich hier einmal zur einen Seite rumgehe. So, und dann zur anderen Seite. Hier habe ich es jetzt einmal anders, also falsch rum quasi gemacht. Das kann man dann, wenn man so ein bisschen den Schwung und die Übung drin hat, dann kann man das auch mal verkehrt herum machen. Ansonsten am besten erst immer in der Reihenfolge. Und ich mache es jetzt hier auch einfach so ein bisschen schneller. Auch hier muss es nicht perfekt sein. Was ich für die Namensschilder immer noch ganz gerne mache, ist, dass ich hier noch wirklich so Farbspritzer drauf gebe. Die sind immer ungefähr in dem gleichen Farbton wie die Blüten bzw. die Blätter. Und das müssen wir jetzt aber alles gut durchtrocknen lassen, bevor wir jetzt hier weitergehen können. Ist die Aquarellfarbe richtig gut ausgetrocknet, können wir sie dann nämlich in die richtige Form noch bringen. Wer keinen Stanzer zu Hause hat, der kann natürlich auch einfach mit einer Papierschneidemaschine ja so Rechtecke einfach rausschneiden, ne? Dann einmal erstmal längs und dann nochmal die andere Seite runterschneiden. Und dann haben wir auch, das habe ich früher auch gemacht, als ich die Stanzer noch nicht hatte, dann im Prinzip so längliche Quadrate. Und dann kann man zum Beispiel ein Loch mit einem Locher einfach reinlochen und dann irgendwo anhängen oder einfach irgendwo drauf packen zum Beispiel. Ich benutze für meine Namensschilder mittlerweile aber immer diese Stanzer von Fiskar, weil sie einfach gleich in einer schönen Form kommen. Ja, ganz einfach gemacht, ne? Wir haben hier im Prinzip so eine Lücke, ne? Und dazwischen sitzt dann quasi dieses Stanzding. Ich weiß nicht, es tut mir leid, dass ich diesen Fachtermini gerade nicht drauf habe. Und zwar, ich lege es dann quasi einfach dazwischen und drücke hier oben auf den Hebel. Boah, das war ganz schön laut, ne? Einmal ordentlich drauf. Und hier kann man sehen, hier hat das schon schön die Form ausgestanzt. Und so sieht dann der erste Anhänger im Prinzip aus. Und jetzt kann ich hier vorne an dem Mundstück, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mund, da kann man dann hier quasi das Endteil des Anhängers reinstecken. Und dann hebe ich hier auch nochmal, dann macht das ein bisschen anderes Geräusch, so ein Klacken. Und dann habe ich hier nämlich ein Loch drin. Tada! So sieht es aus. Und damit habe ich dann den fertigen Anhänger im Prinzip ja vorliegen. Was ich jetzt noch machen kann, das mache ich halt nicht so häufig, muss ich gestehen. Man kann natürlich jetzt hier noch mit so, wo habe ich sie denn hier? Ne, die Nieten, die werden, also da wird immer ein bisschen, also ein kleines Set wird dazu geliefert. Man kann die natürlich ganz einfach nachkaufen dann. Und hier ist dann auf dieser Seite, wir machen das jetzt einmal, damit wir es oder damit ihr es auch einmal gesehen habt mit den Nieten. Jetzt habe ich natürlich die Öse gesetzt, als die Kamera nicht gelaufen ist. Ich musste sie nämlich kurz ausmachen. Ich habe hier so doll rumgewackelt und da hat auch die Kamera das Bild so gewackelt. Nee, also mein Problem war tatsächlich aus dem Sitzen heraus hier, den Hebel so runterzudrücken, dass die Öse hier richtig verschließt. Das war jetzt gerade voll schwer und dann bin ich nochmal aufgestanden, habe gewackelt und hier am Tisch ganz doll gedrückt und dann geht es tatsächlich auch. Ich mache es aber gleich nochmal, dann könnt ihr das auch nochmal sehen, wie das funktioniert. Ich habe auch tatsächlich gerade nochmal gesehen, das ist übrigens der Tag Maker von Fiskars und da habe ich gesehen, dass nämlich Papier bis zu 210 Gramm pro Quadratmeter verwendet werden kann. Also ausgestanzt und dann in das zweite Loch hier einmal reinstecken, um das Loch für den Geschenkanhänger auszustanzen. Und jetzt mache ich das nochmal mit der Öse vor laufender Kamera. Und zwar
den Geschenkanhänger dazwischen, eine zweite Öse obendrauf. Jetzt muss ich mal aufstehen, das kann jetzt vielleicht ein bisschen wackeln. Jetzt muss ich hier kräftig draufdrücken. Und, tada, nee, jetzt muss ich nochmal draufdrücken. So. Na, komm raus. Ja, jetzt sitzt es drin. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist natürlich super praktisch mit den Ösen, mit diesen Metallösen einfach, wenn wir sie wirklich, sage ich mal, an Geschenkpapier mit dickem Band oder mit so dünnem Band ranhängen und dann geht es halt nicht so schnell kaputt. Also die werden dann nicht so schnell abgerissen, die Geschenkanhänger. Das ist eine super Möglichkeit. Ansonsten, man kann es natürlich auch ohne Ösen machen, was ich halt in meinen Workshops, da gibt es ja von mir auch immer gerne ein Namensschild quasi. Das mache ich halt super gerne einfach nur ausgestanzt. Und hier sieht man, hier ist jetzt nicht wirklich noch eine Blume mit drauf. Es sieht aber trotzdem hier sehr nett aus, weil wir hier noch so ein bisschen von der Blume was erkennen können. Und wir haben hier noch so volle Blätter drauf. Man kann jetzt hier natürlich sehen bei den Anhängern, dass man zum einen aufpassen muss, dass die Farbe nicht zu deckend ist, weil wenn wir jetzt noch was draufschreiben wollen, dann kann man es halt nicht mehr gut lesen. Und zweitens ist, dass wir die Motive nicht allzu groß machen. Also ich habe tatsächlich schon größere Blumen drauf gemalt, auf ungefähr der Größe der Anhänger. Das Problem ist dann halt, dass man dann wirklich nur noch so Ränder von den Blüten sehen kann und dann kann man manchmal eigentlich nur noch Farbe erkennen, man weiß aber eigentlich gar nicht mehr, was es dann im Gesamtergebnis mal darstellen sollte. Das kann man hier bei der Größe der Blüten noch sehr gut erkennen. Jetzt habe ich hier meine Anhänger und was ich jetzt im Prinzip mache, ist, dass ich jetzt hier so noch Namen raufschreibe. Ich schreibe jetzt hier mal Lisa rauf. So, ich mache das hier mit dem Pentel Touch Sign Pen. Ich finde, das ist die richtige Größe als Brush Pen, um hier noch einen schönen Namen mit drauf zu schreiben. Lisa ist übrigens der Name meiner Schwester. Ja, kann ich gleich als Geschenkanhänger für ihr Weihnachtsgeschenk nutzen. Und hier schön mittig geschrieben, dann kann ich auch nochmal hier habe ich so ein bisschen Band. Dann kann man das hier so reinfädeln. Zack, zack, zack. Ja, und das war jetzt im Prinzip schon die erste Möglichkeit, wie wir die Geschenkanhänger gestalten können. Wir malen quasi erst das komplette Aquarellpapier einmal voll, also mit so einem Blumenmuster, wie ich es jetzt als Beispiel gemacht habe. Ihr könnt natürlich auch alles andere draufmalen, wie ihr wollt. Dann lassen wir es gut trocknen und dann stanzen wir quasi unsere Geschenkanhänger aus, machen unser Loch rein, schreiben noch was Schönes drauf für dich oder den Namen des Beschenkten. Und haben somit quasi einen ziemlich schönen, ästhetischen Anhänger. Jetzt soll aber nochmal Variante 2 kommen von mir. Das ist im Prinzip ganz einfach. Wir stanzen erst unsere Anhänger aus, bemalen sie dann, lassen sie trocknen und schreiben dann den Namen rauf. Ja? Hier geht es einfach nur so um die Reihenfolge. Ich möchte aber auch einfach gerne nochmal 2, 3 andere Motive zeigen, wie wir Geschenkanhänger noch schön weihnachtlich gestalten können mit Aquarellfarbe. Die Anhänger habe ich jetzt schon mal ausgestanzt und habe mir hier mein Maltuch quasi einfach drunter gelegt, weil wir hier natürlich über die Ränder malen werden und damit wir jetzt nicht so den Tisch voll sauen, wer natürlich so einen Basteltisch hat, wo man die Aquarellfarbe ja ganz einfach abwischen kann. Die ist ja zum Glück nicht farbecht und man kann sie ja einfach mit einem Tuch und ein bisschen Wasser, vielleicht noch ein bisschen Seife, einfach runterwischen. Das ist ja nicht so dramatisch. Trotz alledem hier für mich jetzt was drunter gelegt, damit fühle ich mich immer besser. Ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr die Geschenkboxen gesehen habt, mein Video, also mein letztes Video, ich blende es euch jetzt hier einmal ein. Da haben wir ja schon die Tannenzweige gemalt. Die sind relativ einfach und ich male hier quasi von außen in die Mitte hin erstmal einen geraden Strich, nur mit der Pinselspitze und dann hier einfach entlang meines Stiels oder des Astes, das ist ja eher ein Ast, kommen jetzt hier einfach ganz viele dünne Streifen, also so Linien und dann Linien, jetzt habe ich Streifen gesagt, ich habe wieder gemalt und nebenbei wieder irgendwas gequatscht. Jetzt hier, wir bleiben mal bei den Tannenzweigen, aber ich
werde den Ast, ich wollte jetzt wieder Stiel sagen, ich werde jetzt den Ast aber so ein bisschen braun machen. So. Und ein bisschen kleiner. Also im Prinzip hier werde ich das auch eher im Hochformat verwenden. So. Hier möchte ich jetzt in die Mitte dann noch so diese kleinen roten Kullern machen. Ich muss aber erstmal hier warten, jetzt habe ich hier schon so ein bisschen verwischt. Hier muss ich jetzt erstmal aber warten, bis es wirklich komplett gut ausgetrocknet ist, damit mir das nicht zu sehr verläuft. Dann habe ich jetzt hier mir noch zwei weitere Geschenkanhänger ausgestanzt. Die habe ich aber hier mit diesem Standard eckigen Stanzer gemacht. Die sehen auch sehr, sehr hübsch aus. Ich zeige euch jetzt mal übrigens was ganz Einfaches, was ihr auch machen könnt. Das ist für jemanden, der sagt, ich kann gar nicht malen. Das ist super schwer. Da kann man dann hier auch wirklich mit so ganz transparenter Aquarellfarbe hier einfach nur die Farbe drauf geben. Ungefähr so. Und jetzt kann ich hier noch die Ränder so ein bisschen nur mit Wasser, also wirklich nur mit einem feuchten Pinsel, damit die Ränder nicht so hart erscheinen, hier so ein bisschen verwischen. So, da muss ich schnell arbeiten, damit es nämlich nicht antrocknet. So. Hier noch so ein bisschen Farbe drauf. Hier auch. So. Und das sieht doch auch ganz nett aus. Der wälzt sich jetzt hier gerade so ein bisschen. Ist aber gar kein Problem. Den können wir hier wieder platt drücken, wenn er gut ausgetrocknet ist. Und den letzten Geschenkanhänger, auf dem drapiere ich jetzt eine Schleife. Die male ich auch ganz locker aus der Hand. Die darf auch so ein bisschen über die Ränder des Geschenkanhängers drüber hinausschauen. Also ich werde jetzt erstmal hier den Mittelknoten der Schleife einfach hier so als rundes, halbrundes Gebilde, Fleck. Und hier ist aber so ein weißer Strich noch mit drin, also so eine kleine weiße Stelle. Das ist so unser Lichtfleck, damit es nicht nur ganz so ein, damit so ein bisschen Struktur rein, also dass so ein bisschen Struktur reinkommt. Und jetzt male ich hier nach außen hin so zwei Schlaufen. Und die fülle ich hier mit so Strichen aus, aber nicht komplett. So reicht mir das schon. Auch hier wieder, ich will wieder Struktur haben. So. Und dann hier unten sind so die Bänder, die noch, also die, wenn man die Schleife gebunden hat, dann gehen ja hier so die Bänder nach unten. Und hier ist auch so ein bisschen weiße Stelle, also so weiße Stellen sind hier mit drin. Und dann kann man hier relativ gut erkennen, dass es auch eine Schleife sein soll, dadurch, dass ich halt nicht alles komplett ausgemalt habe. Braucht vielleicht so ein bisschen Übung, um es so wirklich locker aus der Hand zu machen. Wer sich das nicht traut, der kann natürlich die Schleife auch ganz easy vorzeichnen. Hier, wir haben hier so einen Knubbel in der Mitte und dann hier zwei große Schlaufen nach außen und nach unten hin. Dann im Prinzip zwei solche Bänder einfach mit dem Bleistift vorgezeichnet. Ich habe jetzt hier noch drei Motive mehr gemacht, einfach noch so ein bisschen als Inspiration. Wer sich traut, kann natürlich dann mit einem Größe 2 Pinsel, ja, mit so einem hier Größe 2 Rundpinsel draufschreiben oder auch Größe 1 Pinsel. Muss man ein bisschen Übung für haben. Ansonsten geht es natürlich auch mit dem Pentel Touch Sign Pen total gut, mit so einem eher kleineren Brush Pen, weil die Geschenkanhänger ja doch eher so ein bisschen kleiner sind. Mit einem großen Brush Pen hat man da wahrscheinlich dann eher so seine Schwierigkeiten. Hier muss man auch immer gar nicht unbedingt was draufschreiben. Das kann man auch einfach mal so stehen lassen als Geschenkanhänger. Sieht auch sehr nett aus, wenn jetzt jemand sagt, so nee, meine Handschrift gefällt mir gar nicht. Sehe ich auch oftmals in so Workshops, wenn die Leute für Aquarell kommen, dass sie sagen, so nee, Lettering kann ich aber gar nicht. Der kann das natürlich auch einfach so dabei belassen. Ansonsten, ich habe auch noch für euch, wenn ihr wollt, zum kostenlos herunterladen, wer sich für meinen Newsletter angemeldet hat, einen Watercolor Christmas Inspiration Guide. Also das sind einfach nur 4 Seiten Aquarell, Vorlagen im Prinzip
für Weihnachtsmotive. Wer da noch ein bisschen Inspiration braucht, der kann dann einfach da so ein bisschen durchstöbern und sich davon einfach total gerne was abmalen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch hier diese Motive als Inspiration nutzen. Und ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall weitergeholfen. Wie gesagt, mit den Fiskars Tag Makern geht es wirklich total gut. Und man kann hier, wie gesagt, ich nutze eigentlich immer die erste Variante. Ihr könnt aber auch ganz, ganz toll die zweite Variante machen. Und da kann man einfach ganz toll seine Aquarellkunstwerke so ganz, ganz toll direkt ausstanzen und man hat dann einfach einen Geschenkanhänger, den man so gleich weiterverwenden kann. Dann wird nur noch was raufgeschrieben und da freut sich dann einfach gleich jemand darüber. Ich benutze diese hier für die Workshops und hier werde ich mir davon wahrscheinlich auch ein paar für meine Geschenke dann aussuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.